Hallo Leute, willkommen zurück aus dem Urlaub zu Let's Play Minecraft. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum steht ihr hier vor so einer Reihe Blöcken rum? Ja, ich wollte euch was sagen, nämlich ich baue mein eigenes Texture Pack. Und ich habe jetzt schon mal die paar Blöcke, habe ich schon mal angefangen zu bauen. Da sieht man schon mal Erde. Erde habe ich geändert, Gras habe ich geändert. Ja, das sieht eigentlich anders aus hier. Das, keine Ahnung, was das sein soll. Das hier ist Clay. Wartet mal, ich habe eins vergessen. Ziegelstein habe ich auch noch. Eine Holztür, eine Eisentür. Cleanstone und Kies. Und ja, es ist übrigens alles von mir selber gemacht. Also nicht von irgendeinem anderen Texture Pack geklaut. Nur halt von so, von diesen Seiten, wo man sich halt freie Texturen runterladen kann. Suche ich mir die raus und baue das dann, ja. Wollte ich euch nur mal sagen. Das wird jetzt bestimmt ein paar Wochen dauern, bis es fertig ist, bis ich da mich mit zurechtgefunden habe und alles. Und so lange spielen wir noch. Ich habe da übrigens das normale Texture Pack, also das hier habe ich erstmal verändert. So sieht es im anderen aus. Ich sollte vielleicht auch so durchsichtig machen bei den Türen. Naja, egal. Jetzt sind wir wieder da. Jo, Texture Pack baue ich. Auf dem Livestream bereite ich mich vor. Ist viel zu tun hier momentan, aber ich habe auch frei. So ist er nicht. Und ja, ich brauche jetzt nur 2 Folgen, damit es für heute genug gibt. Und dann geht's los mit der Doppel, also mit den nächsten Gästen. Jo, freue mich schon. Auf 1.6 update ich dann auch hoffentlich, wenn ich es hinbekomme, mit dem Server auf 1.6, weil das Ziel der Aktion ist eigentlich, dass wir, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt schon alles, was in der 1.6 ergibt, aber ich will unbedingt ein Pferd. Mein Pferd soll natürlich auch einen Namen haben und einen Namen für das Pferd kann man nur mit einem Namensschild machen und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die sich mittlerweile noch nicht craften, oh, Entschuldigung, sondern die muss man finden, die Namensschilder. Und die gibt's in Dungeons, so wie ich gehört habe. Teppiche wären auch recht cool eigentlich. Also ziemlich viel Neues, was es gibt. Finde ich eigentlich echt cool. Ne, kein Kies habe ich hier keinen. Ach, da. Ich dachte schon, ich und kein Pflasterstein, das kann ja nicht sein. Juhu! Ja, das wär's soweit erstmal. Ich glaube, das waren auch so die wichtigsten Sachen. Ich mache nur wieder was Verrücktes jetzt. Aber für das Verrückte brauche ich noch mehr. Ich will nämlich endlich diese scheiß Festung im, diese scheiß... Oh, hier ist ja noch viel Zeug. Haha. Ich will die Netherfestung sicherer machen. Und ja, dafür habe ich jetzt nicht so Lust, wieder alles zu verlieren. Deswegen lasse ich da ziemlich viel einfach da. Eisen brauche ich aber einiges, aber ich brauche unbedingt neues Eisen. Wird Zeit, dass wir fahren gehen. So, ihr müsst mir dann sagen, ihr könnt mir da gerne helfen. Ich glaube, ich werde es so machen, dass ich immer mal wieder kurze, ja, Zwischenupdates zum Texture Pack gebe. Es wird 64x64 Texture Pack, ja, und ihr könnt mir dann sagen, ob euch die Texturen gefallen, ob ich da noch andere reinbauen soll. Und so weiter. Ist eigentlich recht cool, finde ich dann. Bauen wir uns quasi uns zusammen ein Texture Pack. Und das wird dann auch, sobald es fertig ist, immer verwendet werden. Genau. So. Essen bräuchte ich noch. Steaks sind jetzt nicht mehr so viele da. Ich lasse es jetzt einfach da stehen, dann kann man immer wieder. Ich glaube, das mache ich dann aber mit Too Many Items, dass ich mir einfach überall von allem ein Item gebe. Irgendwo da hinten, wo es keinen stört, alle hinstelle. Auf Farmarbeit wäre mal wieder cool. Ja, und dass wir dann halt da immer die hingehen können und schauen können, wie es gerade läuft. Ich meine, es wird eine Arbeit, weil die ganzen Items hier selber muss man ändern, die Zahlen. Da weiß ich auch schon die Schrift, da nehme ich einfach die, was ich auch immer für gebraucht habe. Deshalb habe ich noch gebraten für, als ich
mich vorbereitet habe für das. Ja, und ich denke, das ist doch eine coole Sache, oder? Was sagt denn ihr dazu? Entschuldigung, dass ich noch ein bisschen schnupfe, aber ich habe noch Schnupfen. Ja, deswegen. So, für die Neta-Dingens, da brauche ich viel von denen hier. Treppen kann man auch mal mitnehmen, die kann man auch mitnehmen. So, Fackeln brauchen wir keine, weil wir nehmen das da mit und das da und Schwerter. Ich hoffe, das Eichenholz hier wird reichen. Erde als, weiß ich nicht, so eine Spitzhacke wäre noch ganz nice. Nee, das Eisen nehmen wir einfach mit. So, statt Fackeln kommt dann das dahin. So. Und dann wird wieder gefahren. So. Dann habe ich auch gleich ein bisschen Essen, sind zwar nur Melonen, aber was soll's. Ich muss sagen, besser als nichts, oder? So. Genau. Und so werden wir das dann machen, dass ich, keine Ahnung, jeder neuen Aufnahme schaue ich mal, ob ich es hinbekomme. Ich meine, es gibt zwar zu viele Texturen, diese Texturenseite, wo ich das jetzt her. Boah, kriege ich wieder erstmal Schrecken. Wird erstmal wieder die Tür aufgerissen. Auf jeden Fall diese Texturenseite, wo ich das. Ich meine, die her für die paar da hinten jetzt. Die ist jetzt nicht speziell für Minecraft gedacht. Das ist halt einfach eine Seite, wo es Texturen gibt für alle. Das war dumm. Ich glaube, nur die sind fertig. Für alle möglichen Sachen. Ja, und deswegen wird es vielleicht so ein bisschen dauern noch. Weil ich eben manche Texturen eben dann einfach ganz selber erstellen will. Weil ich will nicht das machen, dass ich die von anderen klaue. Das mache ich nicht. Lass mich zwar inspirieren, werde es vielleicht ähnlich machen, aber ich werde nicht einfach mit STRG-C kopieren und in mein eigenes einfügen. Ich meine, ich will es ja dann auch als meins ausgeben. Und das kann ich nicht machen, wenn ich das von jemand anderem geklaut habe. Beziehungsweise, das will ich nicht machen. Halt die Melonen, nehme einfach ein Stack mit, das wird schon reichen dann. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann können wir, glaube ich, los. Warte, davor sammle ich die Eier. Ach genau, ich will noch was ausprobieren jetzt. Lass mich da raus. Wo ist denn der Ausgang? Hier ist der Ausgang. Ich weiß, es ist schon Nacht und so alles, aber was soll's. Also, wie ging das? Wir machen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, das ist zu viel. Einfach so, habe ich das richtig verstanden? Tatsache. Und zwar haben wir Kürbiskuchen. Vielen Dank an Spamfassender, der hat mir das, glaube ich, gesagt. Jetzt haben wir den Kürbiskuchen. Das ist doch geil. Ich find's echt cool. Da könnt man schon mal sagen, wie euch die ersten Texturen dann gefallen haben. Was ich gesucht habe. Oder was noch zu ändern ist. Wow, da schießt er einfach den Pfeil ins Wasser. Ich bin so verschnupft, das gibt's gar nicht. Gut. Und dann schauen wir mal, was. Ach du Kacke. Hilfe, da verfolgen mich ja gleich Tausende. Ich sprinte mal lieber. Ich schwimm schneller. So, wie gesagt, jetzt werden zwei Folgen aufgenommen, die ich halt im Alleingang unternehme. Wenn ich das geschafft habe, werde ich schauen, dass ich Server gleich updaten kann und alles. Dann nächstes Mal wieder ein oder zwei Gäste. Das müssen wir schauen. Warte, was habe ich hier noch so? Stein, Glas, Glas brauche ich da nicht, ich brauche Eisen. Wie viel Glas hier noch ist? Kaktus. Nee. Wer braucht was, kann ich da gerade nicht erkennen. So, jetzt ganz doll aufpassen erstmal. Erstes Mal eine schicke Werkbank. Oh, ich hab's schon wieder so Schiss hier.
Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Ja, da geht's schon los. Ich will nämlich das Ganze so haben. So, erstmal hier ein bisschen sicheren Untergrund bauen. Man darf halt nie im Boden hacken. Wenn man den Boden aufmacht, fällt man halt einfach runter. So ist das hier. Kies im Nether, das ist auch so eine Sache. Den erstmal weg, der ist echt nervig hier. So, hier ist schon mal der Schutz. Ich habe Angst. Shift-Taste. Verlass mich nicht. Verlass mich auf dich. Das haben wir hier schon mal gut umgebaut. Jetzt wird spannend, jetzt geht's in die Richtung. Also ich würde sagen, wir machen in die Richtung einfach, dass man drei breit hat. Eins, zwei, scheiße, drei. Oh, 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 oh. Verpiss dich nur. Verpiss dich. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3 breit, ja. In die Richtung machen wir 5, würde ich sagen. Dann dieses hässliche Viech. Oh je. Oh je. Ich habe echt Schiss, hier im Nether rumzubauen, einfach. Ah, gut, jetzt haben wir nochmal eine weiter. Platz 1, 2, 3, 4, 1 noch weiter. 5. Und hier kommt dann die Wand hin. So, hier hin die Wand. So, wir machen das hier vollständig. Das heißt so. Wieso? Boah, verspielt. Okay, ich habe irgendwie gerade Schiss, deswegen. Sterben, du hässliches Viech, was auch immer du bist. Boah, haltet bloß eure Klappe, ihr scheiß Viecher, ehrlich. Gut so. Boah, langsam werden wir hier richtig professionell. So. Mein mit, sogar eigenem Texture Pack. Wenn das mal was wird bei mir, da bin ich echt stolz drauf, wenn ich da irgendwas Vernünftiges auf die Füße stellen kann. Jo. Freue ich mich aber schon drauf. Ach du Kacke, nee. Das ist wieder so ein Viech. Noch, also ganz ehrlich, noch schlimmer kann das Portal doch nicht platziert sein, oder? 1, 2, 3, dann muss hier die Wand hin. Also kommt dann hier die Wand hin, richtig? Ja, ich denke schon. Jo, passt, alles richtig. Erstmal über den sicheren Boden hin machen. Erstmal über den sicheren Boden hin machen. Scheiß auf die
Netherrack fast darunter fallen. Hauptsache sicheren Boden. Die Musik passt gerade irgendwie. Ich habe immer noch die Musik eingeteilt in. Ja, ihr wisst schon. Tag, Nacht, Kampf, Playlist, bla bla bla.